Herr Müller. Ja. Hallo. Ich wollte den Düngestreuer noch zurückbringen. Ja, dann fahren Sie einfach gerade hier rein. Ja. Ist der andere schon weg? Ihr Bruder? Ja, der ist schon wieder weg. Okay, dann stelle ich den gerade hier hin. Jo. Herr Neumann? Ja. Haben Sie den Anhänger noch da? Den Krampe-Anhänger? Jo, dann würde ich den gleich mitnehmen. Jo. Kommen Sie einmal mit. Jo, ich folge. Belade den auch gleich und dann... Ach so, das müssen Sie noch, okay. Müssen Sie wegen mir Überstunden machen, oder wie? Nö. Wir machen immer Überstunden. Okay. Rentiert sich Ihr Geschäft immer noch? Rentiert sich, ja. Okay. Na, dann ist ja gut. Was kriegen Sie denn? Ich habe 1000 Dünger verbraucht. 1000? Jo. Festdünger. Glatt. 1,4. 1,4, genau. Da schicke ich Ihnen gleich rüber. Ja. So ist einmal voll. Ja, bitteschön. Vielen Dank. Danke. Wegen dem Pflanzenschutz melden Sie sich halt dann. Ach so, ja, stimmt. Ja. Jo. Oh Gott. Hoff mal, ich komme heile an. Der Leon macht das schon. Oh, ich hoffe, ich komme heile an. Der zieht aber nichts hier vom Butterbrot. Gucken Sie mal. Haben Sie ein Gewicht da oder so? Nee, Gewicht haben wir nicht. Mist, ich habe meins daheim. Oh, der schleift ja. Ja, aber ungeschickt, ey. Okay, ich guck mal, wie weit ich komme. Hoffentlich hält mich die Polende nicht an. Herr Stromberger? Warte. Ah, hier. Okay. Fahren Sie noch mal neben den Kalkberg da. Ihr Fort kann man so nicht ansehen. Ich guck mal, ob ich hinkomme. Tiefer gelegt. Oh nee, ey, so kann ich nicht heimfahren. Ich komme ja kaum auf Touren. Dann nehmen Sie doch einen Traktor von uns. Oh, der schiebt hinten. Oh, nicht auf mich. Das ist eine kostenlose Tieferlegung hier. Ja, das Problem ist bloß, ich wollte den gleich unten haben, wissen Sie? Ja. Aber so ist wirklich nicht fahrtauglich. Warte mal, wir gucken den. Ja, der ist also 15 cm tiefer gelegt. Kann ich den hier drin stehen lassen irgendwo? Ja, stellen Sie genau hier hin an die Seite. Da stört es nicht. Na, dann kann der Jürgen da morgen auch wieder gescheite Reifen drauf machen. Warte, ich bringe Ihnen mal das Fahrzeug. Was sie benutzen dürfen. Ich soll das Licht noch ausmachen, sonst morgen die Batterie leer. Ja, nicht schlecht. Ja, ich sehe noch nicht, ob es aus ist. Ja, ist aus. Jetzt bin ich mal gespannt hier. Profi am Werk. So. Aber der ist auch tiefer gelegt. Aber okay. Der zieht das. Jo, gut. Dann bringe ich morgen den Anhänger vorbei. Jo. Gut, tschüss. Tschüss. Ja, der zieht's wirklich an. Hallo? Hallo. Hallo. Ja, ich habe Ihnen den Schraubmann abgeliefert. Da stand so ein Gewächshaus und so ein Frontlader und da habe ich den einfach mal rückwärts hingestellt. Okay, das passt perfekt.
Ja. Gut, Ließ sich echt gut fahren. Ja, der strahlt man, den merkt man kaum, wenn er hinten dran ist, wenn er leer ist. Ja, ich hab mit meinem Deutz auch 130 PS, da geht das. Ich glaube, dass ich 130 PS hab. Wenn ich ehrlich bin, bin ich mir gar nicht so genau sicher. Okay. Ist ein Tieflader oder so? Ein Tieflader? Ah ne, warte, ich kenne da jemand. Ich lasse das jemand anders machen. Passt. Oh, ich habe Kopfschmerzen bekommen. Okay, gut, passt erstmal. Okay. Danke, tschüss. Bei Aufträgen bis 130 PS können Sie mich gerne anstellen. Jo, melde ich mich dann. Okay. Ciao. Allem leid. Hallo? Hallo? Harry? Ja. Ah, servus. Du kannst du... Achso, ne, Quatsch, das ist ja Blödsinn, was ich da will. Ich muss ja sowieso wieder zum Land. Nee, vergiss es. Bin doof. Hab was vergessen. Alles gut. Tut mir leid. Okay. Ja, tschüss. 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 Ja, Blödsinn. Was soll der mir denn den Traktor runterfahren? Ich muss da sowieso das Gespann zurückbringen. So. Quatsch. So. Total blöde Idee. Was mache ich jetzt mit dem Kalk? Ey, kann ich den verkaufen? Ich geh mal grad, guck mal gerade in die App rein. Alter, der bremst ja gar nicht. Hier. Nee, mit Kalt kann ich nichts anfangen. Mal hier den Hans-Peter fragen. Hallo. 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 Was ist hier los? Was machen Sie denn mitten in der Nacht hier? Ich bin gerade voll verwundert. Warum? Ich habe angeblich einen Motorblock bestellt. Sie haben einen halben LKW bestellt. Hier. Haben Sie mir gesagt, einen Motorblock. Ich war nicht fertig. Ja, haben Sie nicht durchgelesen? Motorblock, Türen, Auspuff. Vielleicht sind Sie da falsch. Sie müssten vielleicht zum Jürgen Rasex. Ich habe da nichts bestellt. Hier ist der Lieferschein. Herr Baruna. Dann lesen Sie mal, was steht drauf? Hans-Peter, genau. Ja, aber da steht Landhandel und nicht Händler. Herr Stromberger. Oh. Nehmen Sie mal die Sonnenbrille ab. Oh, ich hab mich schon gewundert. Da steht Landhandel. Nee, Landhändler steht da. Landhändler? Ich bin aber, wenn dann, der Maschinenhändler von Schwarzing, aber nicht der Landhändler. Ja, vielleicht haben sie das Maschinen vergessen. Vielleicht sollten die Leute vom die den Lieferschein machen, zukünftig das per maschinell ausdrucken und nicht mehr hier per Hand schreiben. Dann kann man es auch richtig lesen. Das ist per maschinell ausgedruckt, können sie nicht gucken. Aber wenn sie es falsch hinschreiben, hier, MAN war es halt. Dann fahre ich mal runter. Ja, gucken sie mal. Jo. Tschüss. Tschüss. Hallo. Hi. Oh, ich hab mich eigentlich voll erschrocken. Herr Peter. Ja. Irgendjemand hat mich zumindest angerufen und gesagt, dass oben irgendwo noch ein Trigger von dem Rennen steht. Kümmert sich da mal jemand drum, dass der irgendwie wieder zurückkommt? Ich glaube, das ist mein Waldrat, der Grüne. Den habe ich nämlich nachträglich oben hingestellt, weil ich mit dem noch mein Feld anpflanzen musste. Das kann gut sein. Hans, alles okay bei dir? Scheinst etwas überfordert zu sein. Ganz leicht. Okay, ja, das kriegen wir schon hin. Herr Stromberger, wissen Sie zufällig jemand, der Kalk braucht? Ich hab Kalk genug.
Du hast auch Kalk, woher? Vom Landhandel gekauft. Als das vergünstigst war, einfach. Vergünstigt gekauft. Na, ich müsste irgendwie mein Kalk loswerden. Ja, ich hab genug. Ich hab. Ey, was hat denn der geladen? Guck mal da. Der ist ja 5 Meter zu lang. Egal. Woher hat denn der. Herr Stromberg, sind Sie kein Polizist mehr? Doch, eigentlich schon. Also ich möchte nur eins, wenn ich das nächste Mal in der Polizeikontrolle bin, dann drücken Sie auch beide Augen zu. Ja, ich bin aber gerade nicht im Polizeidienst, ich bin gerade im Hafendienst. Was denn machen Sie da, Herr Peter? Ich habe mir nur den LKW angeschaut. Ach so. Okay, gut. Was wollte ich gerade sagen? Ich muss mein Kalk loswerden. Achso, ich könnte mal meine, also die Überseekunden, die wir so, wo wir für Container transportieren, mal fragen, ob da irgendwie vielleicht jemand Kalk braucht. Ja, fragen Sie mal. Ja, dann würde ich mich melden. Ich hätte knapp 80.000 zu verkaufen. 80.000. Ja, okay, ich werde mich mal darum kümmern. Ich melde mich dann, wenn ich telefoniert habe mit denen. Jo, machen Sie das. Tschüss. Tschüss. Herr Varuna, wissen Sie, wer das ist und woher er den Trecker bitte schon hat? Ich glaube, der kam damit hier an der Stadt an. Ah, okay. Ja, das war so, das hat er mir so erzählt, glaube ich. Oder der ist irgendwie der Bruder von dem Lukas Müller, nee, warte, Leon Müller vom Lohnunternehmen. Okay. Ja, die neureichen Bauern. Aber der hat wohl nicht mehr gekriegt. Ach, warte mal, den habe ich noch kein Geld bezahlt. Den muss ich mal gerade noch ein bisschen was zustecken. Wenn Sie noch kurz warten, dann rechne ich Ihnen eben noch kurz die Mehrwertsteuer aus. Wem? 1600 war das. Also hatten Sie... 1600? Ja, hatten Sie gekauft. Irgendwas, keine Ahnung. Moment. Tausendsechshundert, hatte ich was gekauft? Ja. Moment, lassen Sie mich mal kurz gucken. Wären auch nur 300 Mehrwertsteuer, also. Wie viel hat es gekostet? 1600. Alter, der Jürgen hat mich über den Tisch gezogen. Was? Der Jürgen hat gesagt, es hat 300 gekostet. Der hat mir Pflegebereifung auf mein Ford drauf gemacht. Ja. Und hat gesagt, es kostet 300, mehr nicht. Dann habe ich dem 300 überwiesen. Dann dachte ich, das sei erledigt. Nee, das war meines Erachtens nicht die Pflegebereifung. Na, was das denn war, da? glaube ich, ich glaube eine Palettengabel oder irgendwie so. Warte mal. Ach, das von letzter Woche, das kann sein. Ja, ich. Ja, das kann sein. Moment, dann schicke ich dir das gerade noch. 300 sagst du? Ja, genau. Okay. Oder irgendwas noch, ich weiß nicht mehr genau was. Ja, viel mehr kann ich dir nicht geben, dann bin ich schon wieder pleite. Alles gut. Hab sag ich auch meine Mehrwertsteuer gekriegt. Jo, gut. Also bis die Tage. Tschüss. Muss heim. Ich bin so müde. Ach, ja. Tschüss. Tschüss. Hallo? Hallo? Ja, Sie wollten schon wieder, dass ich Sie anrufe, Herr Müller. Okay, ja, und zwar wollte ich Sie fragen, ob die 500 von Ihnen waren. Ja, die für den Transport habe ich ganz vergessen. Oh, das ist aber sehr großzügig. Hatte gerade eine ruhige Minute, da dachte ich, überweise ich Ihnen das, bevor ich es wieder vergesse. Das ist nett. Und? Das ist nett. Da waren Sie sehr pünktlich. Ja, ich bin da nämlich auch müde. Ja, ich muss jetzt unbedingt heim und schlafen, ey.
beim Bauhof im Bett hin, weil von dort aus soll ich was fahren. Warte mal, hier ein bisschen aufpassen. Dann wünsche ich Ihnen eine gute Nacht. Jo, ebenso. Oh. Ich kann nicht bremsen. Oh, 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 oh. Alter. Gibt's ja nicht, ey. Die fällen hier Bäume ohne abzusperren. Varuna? Ja, bitte. Was war das gerade? Ja, wir könnten hier mitten auf der Straße einen Baum liegen lassen. Ja, dann hätten wir jetzt sofort weggetan. Ja, hier ist nichts abgesperrt, es ist mitten in der Nacht. Ich konnte gerade noch ausweichen. Ja, da... Ey, wenn ich jetzt die Polente rufe, dann seid ihr aber sowas von dran. Ja, ich zieh ihn jetzt weg. Das wäre gut. Eieiei, eine Vollbremsung hingelegt. Ich habe hier 40.000 Liter Kalk hinten drin. Ich wäre fast in den Fluss gerutscht. Ja, es tut mir leid. Eieiei. Jo, mach mal, bitte, danke. Tschüss. Ja, ich hab hier ja eine Seilwinde dran, dann mach ich ihn weg. Ah ja, nein, danke. Ja, schon angehängt. Ja, so. Hier auch schon. Gut. Bitte. Ciao. Bitte.